Und ich pflege diese Art Humor, hart zum Chor, drei Pullen Jakorn im Warenkorb, ein Kilo Peppen, Stapel Porn, so stelle ich mir den perfekten Samstagabend vor. Das, das war Favorite mit seinem Track Hart zum Chor. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mein Name ist Felix Lobrecht, mir gegenüber wie immer Tommy Schmidt. Tommy, willst du kurz was sagen? Ja, so ein Stündchen. Ja. So ein Stündchen reden wir doch immer, ne? Also kurz weiß ich nicht. Siehst du gar nicht, wie braun gebrannt ich bin? Kommt das nicht rüber? Tommy, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will jetzt kurz erklären, warum ich ausgerechnet diesen uralten Track von Favorite ausgegraben habe. Bitte. Und zwar, Favorite ist ein Rapper aus Essen, den ich früher als Jugendlicher voll gefeiert habe irgendwie. Und der ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden und ich habe mich dann auch einfach überhaupt nicht mehr, habe dann irgendwann vergessen, dass es den mal gab, obwohl ich den früher cool fand. Und dann bin ich vorgestern einfach, habe ich so ein bisschen, mein Guilty Pleasure ist ja so Deutschrap-Gossip, habe ich wieder auf den einschlägigen Seiten rumgesurft, namentlich hiphop.de. Und da habe ich einen Artikel über Favorites Absturz entdeckt, wie der so einfach von einem der gehyptesten Rapstars so vor 10 Jahren einfach so gänzlich in der Versenkung verschwunden ist. Der war ja beispielsweise das erste Signing von Selfmade Records, da wo auch Kollega angefangen hat, da wo Casper angefangen hat, da wo 257er angefangen haben, die ja alle Stars geworden sind. Und nur Favorite halt nicht. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich den ja mal cool fand, habe mir so ein paar alte Tracks wieder angehört. Und deshalb dachte ich mir, steige ich heute mal mit Hart zum Chor ein. Aber wie ist er denn abgestürzt? Das wollen wir jetzt natürlich auch wissen. Ja, der ist einfach so, also er hat ein krasses Drogenproblem und der war auch mal spielsüchtig und der hat dann einfach irgendwann so aufgehört zu rappen, so, weil der einfach zu viel privaten Struggle hat. Der hatte kürzlich tatsächlich mal kurz mediale Aufmerksamkeit, da habe ich mich schon mal an ihn wieder erinnert. Und zwar hat er so völlig aus dem Nichts einfach so einen Diss-Track gegen Kool Savas rausgehauen. So völlig kontextlos. So ein bisschen nach oben treten. Ja, und auch so eklig, weil, also er ist da richtig in Ungnade gefallen, weil das einfach so völlig zusammenhangslos kam einerseits und weil er auch so richtig stumpf rassistisch war, hat Savage einfach so ohne Metaebene oder so einfach, ja, du verfickter Dreckskanacke genannt. Gott. Einfach so zusammenhangslos. Ja, so viel zum Thema. Scheinbar wirklich ein Drogenproblem. Ja, so viel zum Thema Favorite. Tommy, ja. du kleines braunes Mäuschen. Wie ist es, mein Liebchen? Ja, heiß ist es. Wie ist es bei dir? Ja, ne? Es ist so Herzinfarktwetter. Es ist so richtig gedrückt, sagt man dazu, glaube ich, in Köln. Es ist so ganz schwül, ekelhaft. Alle sehen so aus. Kennst du so Leute, die sich in Filmen so selbst aus Krankenhäusern entlassen, obwohl sie irgendwie kurz vorm Herzinfarkt stehen, so offenes Hemd und sich so Elektroden abziehen? So sehen gerade alle aus mit so dunkelgrauen Augen, also Kaffeeaugenringe. Also alle wollen, glaube ich, nur, also sind kurz davor zu sterben. Man hört auch nur Notärzte in Köln die ganze Zeit. Das ist ja, hier in Berlin auch. Ich finde, alle sehen so aus, als würden sie sich anfühlen wie ein warmer Frosch. Weiß ich, meine? Ja, so, das ist alles so. So ein leichter Schwitze-Klebefilm auf der Haut. Ja, ja, Oberarm an Unterarm und das klebt dann so ekelhaft. Ich bin übrigens einer von den Deutschen, so, ich schäme mich nicht, übers Wetter zu meckern. So. Also ich bin kein Hitzetyp, mir ist es zu heiß und ich finde gerade Berlin ist nicht für die Hitze ausgelegt. Deswegen, ich bin so ein richtiger, in so einer RTL-Enthüllungsexklusiv-Doku wäre ich so ein Hacker, der in so einem dunklen russischen Kinderzimmer sitzt den ganzen Tag und irgendeine Scheiße hackt. Weißt du, ich meine, also ich probiere gerade die Außenwelt zu vermeiden. Ich wohne auch im Dachgeschoss, Alter, das ist die Hölle, Mann. Aber in Berlin geht's ja auch heiß her gerade. Da haben wir doch eine schöne Überleitung, zum Beispiel im Willy-Brandt-Haus. Wir haben, ist ganz witzig, Andrea Nahles ist ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über den Untergang oder den Status Quo der SPD gesprochen. Und mir hat ein Hörer geschrieben, hör dir mal Folge so und so an, vom Beginn von Gemischtes Hack, ich glaube Folge 3 oder Folge 2 oder so. Da wurde gerade Andrea Nahles befördert zu ihrer Position, von der sie jetzt zurückgetreten ist. Und da haben wir uns so ein bisschen kritisch geäußert, so dass sie natürlich wahrscheinlich das gut machen wird, aber es wahrscheinlich auch irgendwie nicht verkauft kriegt nach außen. Aber wir wünschen ihr alles Glück, aber glauben irgendwie nicht dran. Und genauso ist es jetzt gekommen, da hat wieder der einflussreichste Podcast Europas zugeschlagen. Andrea, du hättest uns hören müssen, dann hättest du gewusst, dass es vielleicht nichts wird. Aber es ist übel, ne? Also irgendwie tut sie jetzt einem auch leid, so am Ende. Nee, mir tut es ehrlich gesagt nicht leid. Also nee. ich habe auch kein Mitleid mehr mit der SPD irgendwie so. Nein, der Mitleid nicht. Aber
Ja, ey, weißt du, was ich dann für ein Typ gerade bin? Tommy liegt vielleicht auch an der Hitze. Aber weißt du, was jetzt einfach mein Fazit ist? So, na, weiß der Deibel. Einfach so. Ist auch egal. Einfach so, weiß der Deibel, ist mir doch egal. Die da oben machen eh, was sie wollen, den kleinen Mann hier unten, bla bla bla. Das ist gerade meine politische Meinung. Ja. Wenn mich gerade jemand nach meiner politischen Meinung fragt, dann sage ich ja, die da oben machen eh, was sie wollen. Die da wollen eh, was sie wollen. Wer muss am Ende die Zeche zahlen? Wir. Nee, aber das ist ja, also ist ja eh, also ob der, das ist ein bisschen wie ein Trainerwechsel beim HSV, so, es ist immer irgendwie egal, also aktuell, weil die ja auch so, die haben einfach so ein, das haben wir damals, ich habe mir das angehört in Folge 2 oder 3, da haben wir das auch schon gesagt, die haben einfach so ein Personalproblem. Na, ich habe es letzte richtig, Folge gesagt, Kühnert muss es richten. Aber den, ja, aber der ist, aber das den lassen funktioniert sie nicht. Nicht das, ja, aber da, dann wird es auch. Ist, nee, hast würde du den Anspruch auf Volkspartei aber auch nicht. Also aktuell zumindest. Da muss er noch ein bisschen auf der Wiese, wenn man das mal so arrogant sagen darf. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Das ist, glaube ich, der ist ein guter Mann wahrscheinlich so. Oder hat immer erfrischende Ideen. Man kann zu denen stehen, wie man möchte, aber er bringt mal ein bisschen Pfeffer rein. Aber ich, also ganz oben, weiß ich nicht. Ich glaube, also Heiko Maas muss es machen, glaube ich. Also es führt kein Weg dann vorbei. Der muss vom Außenminister muss den geilen Job aufgeben und ich glaube, der muss sich da wieder in den Schlamm begeben. Es hilft nichts. Ich glaube, es hilft. Er muss es, glaube ich, machen. Ist schon mal aufgefallen, dass Heiko Maas ein bisschen aussieht wie die jüngere Version von dem, wie hieß der Verfassungsschutzchef, der gefeuert wurde, ehrenlos? Maaßen. Hans-Georg Maaßen. Er sieht aus wie die jüngere Version von Maaßen. Ja. Ja, finde ich nicht. Ich finde, Maaßen sieht ein bisschen aus wie ein klassischer Maulwurf eigentlich. Weil er einfach eine zu kleine Brille hat, so ein Maulwurf. Passt auch ganz gut zu einem Geheimdienstler. Aber ich finde, ja, ich weiß auch nicht. Die SPD, es ist irgendwie traurig, was passiert. Ich finde auch gut jetzt, es ist alles, plötzlich war ja irgendwie alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder so im Wanken. Vielleicht gibt es die GroKo nur noch so ein paar Wochen. In Österreich gibt es jetzt eine kommissarische Regierung. Ich finde auch geil, dass der Bundespräsident von Österreich gesagt hat, dass jetzt kommissarisch eben Experten die Regierung übernehmen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Augenzwinkern gesagt hat, wäre ganz gut, wenn das immer Experten machen würden, finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Tobi, aber, ich habe mal eine Frage an uns beide gerade. Ich hab jetzt wirklich eine ernste Frage. Sag mal, wem machen wir hier eigentlich was vor? Wem wollen wir denn hier eigentlich gerade verkaufen, dass wir ein Polit-Podcast sind? Seit wann steigen wir denn so? Jede Folge eigentlich. Nur weil du heute so Arno Dübel-mäßig lazy in deinem Bett gerade rumliegst, muss ich mich nicht auch auf deine Hauptschulniveau begeben, du Arschloch. Warum wissen, wem willst du denn hier beeindrucken? Hast du wieder von das ist ja jetzt immer schon mal bei mir. Hast du von irgendwen mitbekommen, dass der unseren Podcast hört und den willst du jetzt beeindrucken? Wir sind doch kein Politik-Podcast, die da oben machen, Ebert zu wollen. Ja, der kleine Mann am Ende, ne? Am Ende, denen geht es nur um ihre Diäten. Aber Alter, ja, ich habe vorhin eine Frau mit einer Burka gesehen, ohne Augenschlitz. Und das war Next Level Shit. Das war konsequent einfach. Ja, aber ich weiß es nicht. Also es war wirklich. Ja, aber doch dieses Netz davor doch. Es war aber nicht zu sehen. Also wenn, dann war es ein richtig dichtes Netz mit mindestens 40 Dehnen. Um hier mal so eine neue Burka, Balenciaga. Habe ich noch nie gesehen. Und dann dachte ich mir so, also abgesehen davon, dass Burkas natürlich generell die letzte Scheiße sind, habe ich mich gefragt, dass die doch auch voll, also Burkas generell doch voll am Thema vorbei sind, ja. Weil die krude Logik hinter Burkas sind ja, dass es die Frau vor sexuellen oder vor Blicken anderer Männer schützen soll, oder? Aber ich finde so eine Burka, dadurch, dass es so kacke aussieht, zieht doch viel mehr Blicke auf sich, als die Frau da drunter ohne Burka es jemals tun würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber du siehst dann ja nichts. Ja, aber es geht ja, aber du hast ja trotzdem diese Blicke. So, du hast wahrscheinlich noch viel mehr negatives Feedback per Blicke Ja, aber in westlichen Ländern halt. Ich glaube, da, wo sie, also es ist ja so geworden, oder vermutlich hoffen, dass einige Menschen, dass das viel, viel mehr Frauen so tragen würden und dann würde es auch nicht mehr so auffallen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Ja, aber mir geht es ja gerade um den, also jetzt aus dem Status Quo heraus argumentiert, ist das eher ein Blickfang als ein Blickschutz. Ja, in einem westlichen Land definitiv. Aber um einen Themenwechsel, ich bin ja der Übergangsexperte. Ich habe mir alles gekauft für einen geilen Nudelsalat, den ich mir gleich machen werde. Warte, darf ich die Zutaten raten?
Ja, glaubst du es? Ja. Ich glaube, ich werde deinen Einkaufszettel nämlich erraten. Aber dafür brauche ich vorher noch eine Info. Okay. Es ist mehr so ein Großraumbüro. Moni hat auch was mitgebracht, Nudelsalat. Nein, ohne Fleischwurst. Okay. Ohne Fleischwurst, Mayo und Erbsen. Ohne Fleischwurst und ohne. Also die richtige, also der Moni-Kartoffel, der Moni-Nudelsalat zu Ende durchgespielt, ist einfach so ein paar billige Spirelli-Nudeln, auch einen Schnuff zu lang gekocht. Ja! Seit in so einen riesigen Plastiknapf und dann einfach so, kennst du so diese 500 Gramm Fleischsalat-Butten? Ja, klar. Einfach klar. Komplett drin und einfach, weil Moni ja neuerdings auch auf Vitamine achtet, so eine lieblose Paprika mit drin geschnibbelt. Und so ein Erbsen. Bisschen Dosenmais. Oder ja, Dosenmais so Erbsen. Und Erbsen. Ja. Ja. Und Al Dente hält sie auch für eine Zahncreme. Deswegen sind die auch so richtig weich. Ah, nee, ja. Ich habe nur Nudelsalat gemacht, wo sich ein Italiener nicht für umbringen würde, wie der von Moni. So, okay, also ich glaube, du hast irgendwelche, also ja, die Art der Nudeln, das würde ich noch kurz hinten anstellen, das muss ich noch drüber nachdenken. Umgangssprachlich für Schlafen. Ah ja, Penne. Ja. Sehr witzig. Ich wollte dir einen Tipp geben, ich wollte nicht witzig sein, Pimmel. 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 Ja, also gut, Penne. Ja, ja, dann wirst du wahrscheinlich, du bist ja so eine kleine Pesto-Selber-Mach-Maus, wa? Aber da nicht. Da nicht? Aber, ja, nee. Denk einfach. Denk in Farben. Ja, okay, dann auf jeden Fall wahrscheinlich getrocknete Tomaten. Exakt. Gutes Olivenöl. Ja. Salz, Pfeffer, Knoblauch. Ja. Ich schätze Rucola. Ja. Ja, Rucola. Irgendwas für die Schärfe würde ich noch empfehlen. Vielleicht so ein paar kleine frische Chilischoten vom Markt, von meinem Türken, vom Emre. Ja, von meinem Ömer. Von Ömer. So, ja. Ditte. Pinienkerne werden angeröstet. Ah, das wäre gut. Sehr gut. Sehr gut. Und direkt zwei Packungen. Zwei Packungen Pinienkerne, vorher kurz in der Pfanne angeschwenkt, aber ohne Öl. Natürlich, natürlich. Und natürlich. Da immer Tipp. Immer bei der Pfanne stehen bleiben. Pinienkerne sind auch so wie Bananen, Rockstars. Die werden so schnell braun. Alter, wenn du da einmal nicht, wenn du 3 Sekunden zu viel, schwatzt das Ding. Aber so. Ja, Pinienkerne. Das war's, glaube ich. Das war's. Nicht noch irgendwie, warte, was hätte ich noch? Schwarze Oliven. Genau, schwarze Oliven hätte ich gerade gesagt, könnte noch gut kommen. Mm. Vielleicht irgendwas Käsiges, vielleicht irgendeinen geilen Feta-Käse oder irgendeinen geilen Mozzarella. Büffelmozzarella. Ein bisschen so Parmesanspäne. Parmesanspäne. Büffelmozzarella ist übrigens ein einziger Haufen Scheiße. Büffelmozzarella ist zwar das Original, aber kann absolut nicht mit meinem schönen industriellen 60-Cent-Mozzarella mithalten, geschmacklich, oder? Ja, es kommt drauf an, so eine Burrata ist auch geil. Das ist, wenn da richtig die Creme rausläuft. Aber genau so mache ich mir den Nudelsalat. Das wird richtig, mache ich mir so richtiger Gönjamin-Blümchen gleich noch. Das wird richtig, zu gut. Zu welchem Anlass? Einfach so? Einfach so, weil ich mich liebe. Weil ich es mir wert bin. Tommy Schmidt. Ja, absolut. Ja, alles gut. Ihr seid schön. Ja. Ey, weißt du, was richtig cool wäre, wenn wir unsere eigene L'Oreal- oder Schwarzkopf-Werbung machen dürften? Ja. Einfach so. Boah. Ja, aber einmal so für dich wir machen zwei Produkte so. Kennst du noch früher von Fischer-Price? 2-in-1 Skateboard? Gab's immer so eine Werbung für Kinder. Das war so ein Skateboard, konntest aber auch so einen Stab hochmachen, hat so einen Roller, so ganz schnell. Ja. Wir brauchen so ein 2-in-1 Shampoo. Weißt du, was dann. Für den Wuschelkopf, aber auch für den Pauligen Neukölln-Cut. Genau, exakt. So eine, wo du dann. Was braucht zum Beispiel dein Haar? Dein Haar braucht ja kein Volumen, sondern es braucht Glanz für einen guten Auftritt oder sowas, nee, steht doch da immer so. Mein Haar braucht einen strengen Vater, der ihn erzieht. Mein Haar braucht richtig dichtes Wachs. Ja, genau. Das muss so richtig, das sieht immer so ein bisschen nach Grabenkrieg, Erster Weltkrieg aus, ne? Die Friese. Klar. So richtig, richtig muss schön. Und meine ist so ein bisschen Strandmatte out of bed. So ein bisschen, als wäre man aus, wie gesagt, aus einem He was a Skater Boy, Avril Lavigne Video ausgebrochen, so ein bisschen so. Ja. Und das links und rechts, das wäre geil. Das wäre ein gutes Produkt. Das wäre ein gutes Produkt, das müssen wir machen. An der Stelle auch mal Shoutout an L'Oreal oder Schwarzkopf. Wie wär's? Wir machen's, aber wir wollen viel Geld dafür haben. Ja, genau. Oder? Ey, Felix. Ja, machen wir. Ich wollte kurz noch eine andere Frage stellen. Absolut, ich bin zwar damit dran, aber meinen richtigen kommen jetzt später, aber wo wir gerade beim Thema waren. Absolut overrated Hack. Kennst du noch von früher so Fingerskateboards? Fingerboards? Ja, natürlich. Oh Gott. Was war das denn, Tommy? Was war da denn los? Was war das denn für eine komische Zeit? Ja, was war das denn für eine komische Zeit?
Ja, das war so eine, ich weiß, was war das für eine Zeit? Das war so Anfang der 2000er. 2003, ne? 2003, ja, 2002, da stand die, also das war nach dem 11. September, da mussten wir uns erstmal wieder so an Unterhaltung und Entertainment gewöhnen, glaube ich. Es war so ein Jahr, war alles kacke, auch die WM 2002 so, war scheiße, irgendwie Olli Kahn hat uns irgendwie ins Finale geschossen, gehalten. Aber es war alles so, ich glaube, wir mussten uns erst wieder an Spaß so dran robben. Und dann waren die gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt würden die nichts, obwohl wir haben Fidget Spinner groß gemacht wieder. Eigentlich sollten ja damals Fingerflugzeuge rauskommen, aber ja, hat man sich dagegen entschieden. Ja. Fingerflugzeuge. Was ich sagen wollte, Stichwort, ich will jetzt nicht wieder in die Politik, wenn der feine Herr Lazy Lobrecht heute keine Lust drauf hat. Aber Lazy Lobrecht will über Solarium reden. Ja. Lazy Lobrecht ist ein schöner Folgenname. Ist schon mal im Vielleicht-Ordner. Lazy Lobrecht. Lazy Lobrecht der will mir, der nervt über mich heute. Makronährstoffe reden. Letzte Woche war Lobrecht so richtig, hat gegen alles ausgeteilt. Jenke von Wilmsdorf liegt jetzt noch in Embryostellung unter der lauwarmen Dusche. Ja. Und heute ist er richtig lazy. So, nee, komm. Nee, ich will nicht. So, du bist so. Ich bin gerade wie so ein ARD-Brennpunkt und du bist so wie ProSieben Red. So ganz seichte Unterhaltung. Ich will einfach nur ein bisschen irgendwie über Eiweiß und Ausländer schimpfen. Das ist ja jetzt einfach so das, wo ich mich sehe, Tommy. Ja, einfach nochmal ein bisschen tiefer in die ganze Burka-Debatte. Da sollen doch alle leer. Nee, Spaß, erzähl. Ich krieg parallel die ganze Zeit WhatsApps, weil ich hab dich über mein Smartphone an. Ich hoffe, dich hört man nicht. Und wenn doch, dann seht ihr, wie wichtig ich bin, weil es klingelt die ganze Zeit. Eigentlich wollte ich was anderes erzählen, nämlich zum Thema Klimawandel, aber mir hat ein Kumpel, ich war mit einem Kumpel am See. Und er sagte plötzlich, der ist jetzt gerade Vater geworden und hat den lustigen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob der von ihm ist, aber ich finde es einmal sehr witzig, dass wenn man eine Steißgeburt ist, ne, also wenn man mit dem Arsch zuerst rauskommt, dann hat man für eine Tausendstel oder Hundertstel Sekunde, trägt man seine Mutter als Hut. Das finde ich ziemlich lustig. Die Vorstellung finde ich ziemlich lustig. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte zum Klimawandel kommen, aber nur ganz klassische, kurz. Klassische Überleitung. Und zwar, weg vom Scheide auf den Kopf hin zum Flugzeug. Und zwar ist es ja so, dass jetzt immer mehr in den Medien kolportiert wird, vielleicht machen wir irgendwann alle auch gar keine Fernreisen mehr. Vielleicht ist das ja wichtig, dass wir Inlandsflüge verbieten und Fernreisen vielleicht so wie früher, so einmal im Leben, weißt du? Dass man so sagt, hier, ich war mal in den USA und alle sitzen so wie im Lagerfeuer um dich rum und fragen, wie war das denn? Und alle sagen immer, wie traurig das ist, dass man nicht mehr so viel fliegen kann nach Bali und nach Australien vielleicht oder Moskau oder New York, wie auch immer, Argentinien. Aber ich finde, da ist eine Riesenchance drin, weil wir haben schon mal in diesem Podcast hier gesagt, oder ich vor allem, ich weiß nicht, wie du zu dieser Meinung standest, dass mir das Geheimnis immer mehr abhanden kommt. Ich habe keinen Bock, nach Bali zu fliegen, obwohl ich noch nicht da war, weil ich durch Instagram weiß, wie es da aussieht. Ich habe keinen Bock nach New York. Ich war da mal, aber ich war nicht mehr überrascht, weil ich bei Instagram schon überall gesehen habe, wie es da aussieht. Und ich glaube, Felix, der Klimawandel ist eine Chance dafür, dass wir uns wieder mehr spüren, dass das Geheimnis zurückkommt. Dass man einfach mal so, dass man irgendwie zum Nachbarn rennt, weil dessen Onkel schon mal in den USA war. Und dann hört man sich das an, wie das ist. Weißt du? Dass man eben nicht die ganze Welt sieht, sondern dass man einmal die Chance hat dazu. Und dann kommen wieder Mythen, können aufrechterhalten werden und Geschichten und Geheimnisse. Das Geheimnis kommt zurück. Glaub's mir. Wenn wir die Erde retten wollen, hat das vor allem erzählerische Vorteile. Das Narrativ verändert sich wieder, was den Globus angeht. Und das wäre doch, ich sehe da eine Riesenchance drin. Zurück zur Scheide auf dem Kopf. Aber du hast doch einen völlig wesentlichen Punkt in deiner Argumentation vergessen, nämlich die Geheimnisse sind ja dadurch trotzdem via Internet, Social Media und globalisierter Welt trotzdem offengelegt. Also die Geheimnisse gibt es ja trotzdem nicht mehr. Du kannst sie ja nur nicht mehr live sehen. Das ist ja der einzige Unterschied. Ich weiß, aber es wird weniger. Es wird nicht jeder random Idiot einfach mal so zum Sommerurlaub eine Woche nach Mexiko fliegen. Das ist ja aktuell so. Die Leute fliegen einfach, ich habe eine Woche frei, ich fliege nach Cancun in Urlaub oder so. Oder ich fliege nach Bali, ich habe 2 Wochen frei. Nee, da musst du ja schon so 3 Monate freischaufeln, so nach dem Abi, so dass man diese eine Fernreise macht, wie früher halt. Dass du eben so alle 10 Jahre oder so machst du halt so eine Reise. Ich fände das gut. Ich fände das wirklich gut. Aber nicht irgendwie aus CO2-Gründen, ist mir scheißegal, sondern weil das Geheimnis zurückkommt. Ich glaube, der Klimawandel ist eh, die Erde hofft, dass der Klimawandel, damit die Menschen endlich aussterben. Ich bin heute nihilistisch und du bist lazy, das finde ich gut.
Ich habe, ja, und da ist nämlich auch das Problem mit den Ausländern, ne, Spaß. Ich habe vorhin, hab vorhin irgendwas gelesen, irgendwie so Tornado-Warnung in Brandenburg. So, sag mal, ja. Tornado, geht's noch? Wo ist denn unser, wo ist denn der gute alte deutsche Orkan, Tommy? Wo sind denn der Orkan? Orkan heißt er nämlich. Der fängt ja schon an, finde ich. Das ist der Ausländer wieder. Der Orkan fegt über Deutschland. Wo sind denn die guten, wo sind denn die guten alten starken Böen, Tommy? Die Böen? Ja, die guten Böen, die guten deutschen Böen. Jetzt kommen sie hier mit irgendeinem Tornado. Was kommt als nächstes? Ein Taifun oder was? Sag mal. Ja, keine Ahnung. Die Elben-Tsunami. Nee, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Trump ist in London. Hast du das? Ich kann mich nie von frei machen. Immer wenn ich den sehe, so vor allem jetzt mit der Queen und so, das hat immer was von einem Leslie Nielsen-Film, oder? Ja, es wirkt immer. Ja, stimmt. Es ist ziemlich genau, ja. Es ist irgendwie immer so, als man denkt, der haut jetzt irgendeinem eine Tür vom Kopf, so mit so einem lustigen Geräusch oder so. Das ist ganz. Das ist mega strange. Tommy, was war das Klischee sommermäßigste, was du jetzt in den letzten 3 Tagen Hitze erlebt hast bisher? Ich. Die Titten sind zurück übrigens. Die Titten sind zurück. Ganz kurz. Ganz kurzer Einschub. Die Titten sind zurück. Ich weiß nicht, ob es nur ein Berlin-Ding ist oder ob das deutschlandweit weiter Trend ist. Wir haben sogar schon mal einen Shoutout bei Gemischtes Hack an diesen Trend gegeben. Aber es ist wieder soweit. Die BHs werden einfach aus Hitzegründen zu Hause gelassen. Und ich kann mich da jedes Jahr aufs Neue drüber freuen, über unbehaierte Titten. Es gibt aktuell sowas, habe ich jetzt in der, ich glaube, manchmal verirre ich mich auf solche Seiten, um up to date zu bleiben. Ich glaube, die Vogue war es oder Harper's Bazaar, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Bitch, es heißt tatsächlich irgendwie Bitch-Look oder so. Irgendwie gerade angesagt. Also alle sehen, alle, oder nicht alle, aber es ist gerade angesagt, irgendwie so rumzulaufen, wie englische Frauen in Magaluf, Mallorca, so nach 14 Fanta Korn, irgendwie, die sich an so einem Stromkasten festhalten. Also so die das, haben, ich habe das auch beobachtet. Die haben so eine Cappy mit gebogenem Schirm und dem Pferdeschwanz hinten aus der Snapback raus. Genau. Und so ein weißes, hautenges Kleid, was so unter den Pobacken aufhört. Und so buffelos. Und so ein bisschen zu viel, als hätte jemand so einen Tuschkasten ins Gesicht geworfen. Ja. Weißt du, wie so ein Desigual-T-Shirt, nur im Gesicht. Hat irgendwie so ganz, ganz komisch. Mag ich nicht. Aber es ist halt so leichte, ich bin auch alt. So leichte Tschechen-Porn Streetcasting-Vibes immer, wa? Ja, wie so sexy Sportclips, so, wo die Frauen so in so einem Drittliga-Slowakei-Stadion im Tornetz tanzen und irgendwie dahin gelockt wurden und gesagt haben, hier, du drehst halt mit Brad Pitt oder so. Und dann müssen sie da plötzlich tanzen vor so schmierigen deutschen Regisseuren. So, jetzt mal, halt dich mal an der Latte fest. Oh, ja, so ist gut. So, dann legen wir vielleicht noch Musik drunter. Vor so einer Tatanbahn, irgendwie so 13 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Sexy Sport Clip. Tommy, es ist richtig heiß. Richtig heiß an dem Drehtag. Boah, ist das heiß. Ja, und sie fragt sich die ganze Zeit, wann kommt Brad Pitt? Aber er kommt nicht. Und danach steht sie am LKW-Parkplatz. Und das ganze Leben ist verpfuscht und sie versucht irgendwie doch nur Geld nach Hause zu schicken zu ihrem kleinen Igor, der ist 3 und der denkt, Mama wird große Schauspielerin. Aber es hält irgendein deutscher Jürgen an mit seinem 14-Tonner. So, dann setz dich mal rein hier, ich habe auch Heizung und so. Es ist alles ganz traurig. Ganz traurige Vita, die entsteht. Und alles fing mit Brad Pitt an. Ey, apropos Fußballnetz, was war denn das eigentlich für ein unfassbar langweiliges Champions-League-Finale? Alter, war das enttäuschend. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Selbst Frankie ist hier aus Rudow bis nach Kreuzberg angefahren gekommen, nur um mit seinen Söhnen dieses Spiel zu gucken. Und es war ja so elendig langweilig. Ja, eigentlich schon, aber ich bin bei Kloppo, bin ich befangen. Ich wollte einfach nur, dass er dieses Ding gewinnt. Scheißegal wie. Deswegen wäre es jetzt ein Spiel, wo ich völlig neutral gewesen wäre, wäre ich sauer gewesen ein bisschen, weil nicht viel kam. Aber das Spiel hat sich durch diesen frühen Elfer natürlich auch sehr verändert. Ich glaube, das wäre ein anderes Spiel geworden, um meine Floskel rauszuhauen. Aber ich bin einfach froh, dass Kloppo jetzt diesen Titel hat. Hat er mehr als verdient. Was für ein geiler Typ. Also den kann man, also jemand, der Klopp nicht mag, der mag auch, keine Ahnung, keine Hundewelpen und Sonnenuntergänge und so eine gute Heroinspritze. aber ernsthaft, so ohne, also Klopp, den kann man ja nur lieben.
Also es gibt keine, zu Kloppo, der ist so besonders, weil zu dem gibt es keine Antithese. So. Es gibt keine Stimmen, die jetzt hochkommen, so wie Typ, wie es eigentlich immer in Deutschland ist. Ja, ist jetzt auch mal gut, so geil ist er auch nicht. Ne? Wie es immer so, wie es auch Finn Kliman zum Beispiel erreicht hat, den alle geliebt haben. Und da kommen immer mehr Stimmen so, ja, irgendwas stimmt mit dem auch nicht, der macht so viel. Ein bisschen nervt er ja auch. Aber er ist ja auch eigentlich ein total netter Typ. Ich finde den auch super. Und genau wie Kloppo. Also es gibt so Leute, die sind einfach, nett. Und dabei noch erfolgreich, glaube ich. So wie Icke. Glaubst du, bei dir kommt die Antithese bald? So der Lobrecht, ey, der mit seiner frechen Schnauze und dem Gucci-Scheiß, der nervt aber auch langsam. Ich glaube, ich bin meine eigene Antithese. Ich glaube, ich bin mein eigenes Pro- und Kontra-Argument. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das ist PR, erstes Semester, das ist sehr gut. Deine Schwächen selber benennen und dann den Wind aus den Segeln nehmen. So. Ja, weißt ja, du, nee, irgendwann. Aber nicht mal so genau das. Also ich liefere einfach von mir aus wirklich viel Angriffsfläche. Aber ja, genau. Ich liefere auch viel Wind, der mir in die Segel bläst. Also ich war ja nie einer, der so von allen gefeiert wird. Also ich habe ja immer, also auf jeden Menschen, der mich cool findet, kommt mindestens einer, der mich richtig scheiße findet. Also ich glaube, ja, genau. Ist echt aber 50-50. Das Gute ist, deshalb braucht es für mich keine Antithese, weil ich war nie so wie jetzt Finn Kliman oder so jemand, der erstmal von allen gemocht wird. So. Mich finden auch wirklich richtig viele Leute auch einfach scheiße. Ja, aber genau dieses Scheiße finden, diesen Wind, den du auch siehst, was du gerade gesagt hast, für deine Segel, den nimmst du ja auch auf. Also wie beim Tennis. Du kannst nur richtig hart schlagen, wenn der Gegner auch schon hart geschlagen hat, weißt du? Boah, was für ein Bild. Tommy, sehr gut. Ich klopfe mir gerade mal auf die Schulter, warte. Das war richtig stark. Nee, aber das glaube ich wirklich, das ist wirklich so. Also aus PR-Sicht. Die Frage ist, glaube ich, eher bei uns beiden. Ob bei dir bald eine Antithese kommt, weil du bist auf jeden Fall von uns beiden bedeutend mehr Everybody's Darling als Icke, oder? Das stimmt, aber mein Vorteil, in Anführungszeichen Vorteil ist, oder mein gewählter Vorteil, dass ich ja außerhalb dieses Podcasts gar nicht so stattfinde. Weißt du, ich finde auf Instagram statt und auf Twitter wird jetzt irgendwie immer mehr, keine Ahnung wieso, aber sonst, ich bin ja nicht irgendwo eingeladen oder so. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin irgendwo eingeladen, ich will auch mal bei Hirschhausen neben Hohecker sagen, ob das ein Zebra ist oder eine Giraffe. Darum geht's ja nicht. Da habe ich gar nicht vor. Aber, also wahrscheinlich nicht. Aber niemals nie sagen, aber aktuell habe ich sowas nicht vor. So. Aber deswegen biete ich ja auch nicht viel Angriffsfläche. Also es ist ja ich bin ja hier in diesem Podcast und sonst könnt ihr mir auf Instagram und Twitter folgen oder mir auf der Straße auf den Sack gehen. Aber ich habe ja nicht diesen Weg sonst in die Öffentlichkeit. Ich hätte ja auch nie damit, das hier war ja nie auf Erfolg angelegt, hier, das, was wir gerade machen. Also das ist ja wirklich so. Das war ja eher so, lass mal Podcast machen vor 2,5 Jahren. Das ist bestimmt ganz witzig für uns. Da kann man mal so Sachen, weißt du noch, wir haben am Anfang mal gesagt, da kann man immer Sachen ausprobieren, haben wir immer gesagt. Ich glaube, du würdest jetzt hier so Bits ausprobieren, wie dumm das wäre. So, weißt du? Also, das finde ich ganz spannend. Nee, also die Antithese, die kommt bestimmt, kann sein, aber ich glaube eher, was den gesamten Podcast dann angeht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich freue mich über jeden Shitstorm. Ich finde das ja so witzig. Yeah. Ich mag ja die deutschen Mechanismen. Ich liebe die deutschen Medienmechanismen. Etwas passiert, dann. Jemand ist geil, dann wird irgendwas gefunden, was er blöd gemacht hat. Dann gibt es die ersten Stimmen, die dagegen hauen. Dann wird irgendwas von ganz früher gefunden, so aus der Twitter-Timeline von 2013 so. Und wird gar nicht mehr in Relation zum heutigen Humor gesetzt oder so. Und dann wird man kritisiert von allen Seiten. Dann wird man auf dem Peak, wo man fast nicht mehr aushält, den Shitstorm, kommen dann plötzlich Stimmen, die dir beiseite springen. Dann entschuldigst du dich irgendwo. Dann sagen die ersten Leute, ja, ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann sitzt du bei Lanz. Und dann wird nochmal komplett drüber nochmal ausdiskutiert. Und dann ist alles gut. Und dann geht Ailton live und fasst die ganze Sache nochmal zusammen. Genau, Ailton und Sarah Knappig auf intouch.de geben nochmal ihren Senf dazu. Ja. Und das, ich finde das aber super. Ich finde, das hat eine unglaubliche Comedy. Das verstehen nur so viele nicht. Weil dieser Mechanismus hört nicht auf. Jetzt haben wir seit wann das so ist, seit es diese Social-Media-Welt natürlich gibt,
In Verbindung mit Markus Lanz. Ich will jetzt nicht sagen, was ich Markus Lanz blöd finde. Ich finde, das machen das eigentlich ganz gut. Nee, findest du blöd? Ich finde, das ist unsere Late Night. Quatsch, ja, ey. Nein, lass mich mal ausreden. Nicht unsere Late Night im Sinne von geil, das ist unsere Late Night, sondern Deutschland, also alle reden ja immer darüber, warum gibt es in Deutschland keine durchgängige Late Night Show? Also Late Night Berlin hat ja auch längere Pausen drin und so, aber keine Daily und ist vor allem keine Daily. Aber warum gibt es keine Daily Late Night Show, fragen viele, weil die Deutsch, also Late Night Show ordnet ja erstmal, das ist der Wunsch von Late Night Show Zuschauer, der möchte die Woche oder gewisse Themen eingeordnet bekommen. Früher war das so, hast du das von Harald Schmidt gehört, was der zu der Spendenaffäre der CDU gesagt hat. So, gibt's nicht mehr. Das macht bei uns Markus Lanz mit seinen Gästen. Also gar nicht, dass ich das gut finde, aber das ist ein Fakt. Da werden Dinge eingeordnet. Ist irgendwas passiert mit Spahn. Spahn sitzt spätestens 2 Tage später bei Lanz. Das ist so dieses, eigentlich da werden Dinge eingeordnet. Eigentlich ist Markus Lanz eine riesige Verkaufsveranstaltung. Da sind immer irgendwelche Schauspieler und Autoren und Musiker, wenn sie irgendein neues Album, irgendein neues Buch, irgendeinen neuen Film haben. Dann gibt es immer einen Politiker und dann immer eine Holocaust-Überlebende. So. Ja, und daneben ein Comedian ganz rechts. Und ganz rechts ein Comedian. Oder so Leute, die Expeditionen machen. Ja, also Expeditionen machen. Oder am Berg. Die Expeditionen machen. Oder auch gern mal Leute, die unsympathisch sind, denen man aber in dem Moment zuhören muss, weil sie eine schlimme Krankheit überlebt haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Da war einmal ein Typ, ich hätte ihm so gerne einen Ellenbogen ins Gesicht gedrückt. Der hatte irgendeine Krankheit und hat die leider überlebt und hat dann, war der unsympathisch, unabhängig von deiner Krankheit. So, deine Krankheit ist das Spannendste an dir, ey. Du bist an sich einfach ein unsympathischer Bastard. So, Tommy. Ey, aber ich frag mich gerade, wenn du bei Land sitzt, der hat ja immer diese Vorstellungssätze, wenn du bei Land sitzen würdest, so halb abgefuckt, mit deinem halb abgefuckten Blick, kann ich mir vorstellen. Und dann so, diese Lanz-Vorstellung so, was will man da sagen? Genau, er hat mal den schönen Satz gesagt, Felix Lobrecht, dem ein wunderbares Buch gelungen ist über seine Jugend, aber auch seine Schulzeit und warum man bei Chibo nicht in der Vorweihnachtszeit einkaufen sollte, darüber wird zu reden sein. Felix Lobrecht, wir freuen uns sehr, weißt du, irgendwie sowas, immer so, darüber wird zu reden sein und dem ein wunderbares Buch gelungen ist, kommt auch immer. Ich hätte es falsch verstanden und würde denken, ich bin bei Gefragt gejagt und würde sagen, ich bin Felix, ich bin Comedian, aber für den Jäger gibt es heute nichts zu lachen. und Lanz macht immer zwei rhetorische Mittel als Gags. Das ist immer, wenn irgendwie jemand verwirrt ist, sagt er immer, das ist ja mehr so die Abteilung, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Sagt er ganz oft. Und er sagt ganz oft, wenn er irgendwas als masochistisch ansieht, zum Beispiel wenn, du wohnst ja zum Beispiel in Kreuzberg, ne? Ja. Darf ich ja verraten. So, dann würde er irgendwie sagen, in Kreuzberg in der Nähe des Kottis wohnen, das ist ja mehr so die Abteilung Shades of Grey. Und dann lachen und dann klatschen die Leute. Das ist wirklich, achte mal drauf. Das ist wirklich geil. Das ist so herrlich. Ich zähle da manchmal mit. Oh, herrlich. Herrlich. Ich habe mal über Markus Lanz gehört, dass der hat ja Wetten, dass kurzzeitig moderiert und das ist ja ziemlich gefloppt, war. Und um sich danach wieder als seriösen Moderator zu etablieren, ich weiß nicht mehr, von wem ich es gehört habe, ist wahrscheinlich auch nur ein Gerücht, aber jedenfalls habe ich gehört, dass der, um ein bisschen seriöser zu wirken, sich seither immer eine graue Strähne vorne färben lässt. Einfach damit er so ein bisschen älter und gereifter und so aussieht. Glaubst du, es gefärbt? Ich weiß, mir ist es vollkommen wurscht. Also ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt und ich find's witzig, weil das voll das wäre dann voll der kluge Move so, weil der sieht das dann so eine Stresslocke, ne? Ja, so eine Stresslocke, so eine. Oh, ja. hast du damals beobachtet, wie der Wolf gealtert ist, der Christian Wolf, als wir den durchs Land getrieben haben wegen seiner Scheiße. Wenn du überlegst, wegen was heutzutage Leute im Amt bleiben und er hat irgendwie Leute eingeladen und irgendeine Hausfinanzierung nicht ganz angegeben und ein Bobbycar irgendwie geschenkt gekriegt. Weg mit dem! Weg mit dem! Da hatten wir auch nicht so viele Probleme in der Zeit. Ne? Und dann war ja auch direkt, seine Frau ist ja auch direkt abgehauen, wa? Die war auch so ein richtiger Erfolgsfan, ey. Oh Mann, ey. Bettina! Bettina! Pack deine Sachen ein! Bettina! Nee, aber... Oh Gott, ey, stimmt, der arme Christian, ey. Aber wirklich, wenn man sich das überlegt. Shoutout an Chrissy. Chrissy sieht auch ein bisschen aus wie Hans-Georg Maaßen. Alle sehen aus wie Hans-Georg Maaßen.
Ja, Christian Wulff sieht aus wie Niedersachsen, finde ich. Ja, Mann. Oder? Christian Wulff ist Niedersachsen in a person, ey. Ja, aber wirklich. Also er sieht einfach aus wie Niedersachsen. So ein richtiger Nullmensch. Niedersachsen, also ich habe da ja auch Verwandtschaft wohnen und das ist auch alles toll irgendwie, aber Niedersachsen hat schon, als Nordrhein-Westfalen hat Niedersachsen schon so ein Imageproblem. Das ist halt wirklich Maschmeyer, Scorpions, Gerd Schröder, Hannover 96, Wulff, viel Bauern, viel Land, viel Horizont. Irgendwie... Weiß auch nicht, so Niedersachsen ist irgendwie, und dabei so groß. Also das ist irgendwie so... Ja, so unnötig groß, ja. Würde ich schon fast sagen. Übrigens, was Markus Lanz auch immer macht, Markus Lanz droppt immer so, by the way, dass er so krasse Reisen gemacht hat. Würde ich aber genau so machen, aber ich habe ihn halt durchschaut. Der sagt halt immer so, wenn er irgendwie so ganz rechts sitzt, irgendjemand, der am Ende noch so 5 Minuten erzählen darf, dass er eine Expedition wieder gemacht hat oder irgendwie irgendeinen 8000er bestiegen hat und irgendwie 8-10 verloren hat. Und dann sagt Lanz immer so Sachen wie, ich war mal am Südpol und jeder, der mal mit Einwohnern in einem Iglu geschlafen hat, 2 Nächte, der weiß, das erdet. Irgendwie sowas, sagt er dann immer. Ja. Also er versucht dabei, das noch so sympathisch zu verkaufen. Ich würde es genauso machen, aber ich habe ihn durchschaut. Oder so, ich war mal im Kongo und habe da mit irgendeinem Stamm, keine Ahnung, habe da Zeit verbracht. Und wenn man sieht, mit wie wenig die Leute glücklich sind, das erdet. Sitzt da im 2000-Euro-Anzug. Aber ich liebe ihn dafür. Für mich ist das eine Late Night, keine Ahnung. Irgendwie ist das unsere Late Night. Er ordnet das alles für mich ein und dann passt das schon. Der ordnet gar nicht, er ist ja auch wurscht. Für Tommy, mach mal. Ist ja auch alles, ist ja auch alles hier Meta. Ist alles Meta. Meta und der Wolf. So, wir machen mal hier 5 Fragen an, oder? Wollen wir mal 5 Fragen anmachen, Felix? Hast du da Bock drauf? Ich mach's nur, wenn du richtig Bock drauf hast. Ich habe richtig, richtig derbe Lust. Geil, dann werden wir jetzt mal richtig abfragen hier. Felix? Oh Gott, die Frage darf ich dem Lazy Lobrecht eigentlich nicht stellen. Ich habe gehofft, du sitzt heute, hast vielleicht ein Jackett an oder so, aber er sitzt da halbnackt in seinem Bett und ja. Felix sitzt, was ist heute für ein Tag? Dienstag 19 Uhr und du liegst im Bett, wie ich sonntags um 12 Uhr, wenn ich gerade auf den Pizzamann warte, der mir noch so einen Liter Hollandaise darüber kippt. Tommy, es ist heiß in meinem fucking Dachgeschoss. Ja. Ich sterbe hier, ey. Egal. Das ist mein einziger freier Tag heute. Reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Also, erste Frage. Felix, am Freitag beginnt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Yes. Wie stehst du zu Frauenfußball? Ich habe lustigerweise neulich erst darüber, ich weiß nicht mit wem, mit irgendeinem Kumpel darüber geredet, wie ärgerlich es sein muss, wenn du in irgendeinem Sport richtig gut bist und der... Und eine Frau bist. Und dann aber einfach eine Muschi hast, ne, Spaß. Ja, aber es ist tatsächlich bitter. Ist richtig bitter. Aber ja. Also erstmal, wenn du gut bist in einem Sport, der aber einfach keinen Hype hat, so, wenn du einfach richtig gut im Handball bist. So, es ja, Handball ist ein schlechtes Beispiel, weil die verdienen auch Schweinegeld, die guten Handballer. Doch, wirklich. Die richtig guten Handballer verdienen. Ja, wirklich. Paris spielen auch nur Millionäre und Kiel verdienen auch richtig gut. Ernsthaft? Ja. Da musst du sagen wir, segeln. Ja, oder wenn du in Deutschland richtig guter Basketballer bist. Ja, das ist ein gutes Beispiel. So, das ist dann egal, es ist dann ärgerlich, so, weil die investieren ja genauso viel Blood, Sweat and Tears wie irgendwelche Profis in anderen Ländern. Und bei Frauenfußball ist es halt genauso. Also ich finde halt, dass Frauenfußball, ja, weiß ich nicht. Ich gucke mir ja generell nicht so viel Fußball an. Also ich gucke mir auch ein Frauenfußballspiel an. So, entertaint mich auch. Aber ich würde mir wahrscheinlich genauso wenig ein Frauenfußball-Bundesligaspiel angucken, wo es um nichts geht zwischen Hannover und Nürnberg wie bei den Männern. Ja, das ist das Ähnliche. Die Frauenfußball erhält das gleiche Schicksal wie den Männerhandball. Also alle sind halt, es wird gehypt dann, wenn sie gut sind, in einem großen Turnier. Ja, genau. Und danach, aber wir würden jetzt uns wahrscheinlich nicht Turbine Potsdam gegen Wolfsburg angucken und da irgendwie, ich bring Erdnussflips mit, wir gucken bei dir, Felix. Also das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich bin tatsächlich über die Jahre jetzt so ein bisschen Fan geworden. Ich versuche das nämlich, das ist überhaupt nicht sexistisch, sondern ich finde nämlich sexistisch, dass es immer mit Männerfußball verglichen wird. So dieses so, das ist im Vergleich zu Männerfußball, nee, hör auf, das ist eine ganz andere Physis. Also ich sehe das als eigenen Sport und dann macht das richtig Bock, weil Frauen
viel härter sind. Also wenn du das vergleichst, was für Mem in, oft in der Bundesliga da rum sich rumwälzen und sonst was, da geht es richtig zur Sache. Die, also wie die wieder reingrätschen und die bleiben nicht lang liegen, die versuchen immer das Tor zu machen, nicht den Elfer zu ziehen und so. Ich finde Frauenfußball echt wesentlich härter als Männerfußball. Ja, bei einer WM ist, hast du gesagt, ja? Ja, das ist das Einzige, was ich tatsächlich gucke, und das Pokalfinale gucke ich manchmal. Das werde ich mir auch angucken. Shoutout an alle Frauenfußballerinnen. Wir haben übrigens in der Nationalmannschaft, können wir eigentlich fast schon ein bisschen hypen, in der Nationalmannschaft gibt es einen großen Fan, Turid Knag, die spielt bei Essen. T-U-R-I-D, alle Folgen, Knag, 2 A. Ist im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, ist großer Hack-Fan. Liebe Grüße. China haut ihr weg am Samstag. Die haut ihr weg. Nee, Shoutout. Übrigens. Shoutout. Es gibt ja unsere Jungs und dann gibt es auch unsere Weiber. Ja. Gemischtes Hack solidarisiert sich mit unseren Weibern. Hashtag unsere Weiber. Ey, lass mal den Hashtag unsere Weiber zur WM groß machen. Ja, aber dabei Fan, unironisch Fan sein. Ja, natürlich. Ich finde das geil. Wir holen uns den Titel. Wir rufen jetzt hier den Titel aus. Ich bin richtiger Frauenfußballfan jetzt. Ja. Und unsere Weiber werden die WM gewinnen. Und Gemischtes Hack wird alles dafür tun im Hintergrund, um euch zu supporten. Ja, und Turid also, gibt alles. Als Hack-Community, eine von uns. Ja. Und übrigens, an alle weiblichen Hackis da draußen, ihr könnt gerne auch BHs spenden an die Nashbar. Übrigens, wenn wir kurz beim Thema Fußball sind, liebe Grüße nach Chicago, lang nicht mehr erwähnt. Fabi Herbers, Fußballgott, ist wieder gesund und nicht mehr verletzt, wurde jetzt eingewechselt bei der 0-2 Niederlage, viel zu spät. In der 81. hätten sie natürlich noch 3-2 gewonnen. Die schämen sich auch nicht da vom Trainerstab, wa? Das ist unangenehm. Peinlich. Peinlich. Nee, aber liebe Grüße über den Teich. Du holst das Ding noch. Was auch immer. Fabi, liebe Grüße. Aber dann hätten wir es geklärt. Also Frauenfußball. So, zweite Frage. Wollen wir die Folge Hashtag unsere Weiber nennen? Ja. Ja, aber wir dürfen nicht den Hashtag machen, sondern müssen dann Hashtag ausschreiben. Das sind sehr lange. Ich finde Lazy Lobrecht nach wie vor irgendwie auch nicht schlecht. Na gut. Oder? Dann mach weiter. Oder wir machen unsere Weiber einfach nur. Unsere Weiber. Unsere Weiber. Unsere Weiber, klar. Das finde ich gut. Shoutout. Shoutout, ihr holt den Titel. Lass mal so richtig unangenehme Hooligan-Fans werden, die auch so mit Bierbänken schmeißen und shit. Ja, wir werden jetzt bei Instagram und vor allem am Samstag, wenn wir gegen China spielen, ordentlich Tempo machen und halt in der nächsten Folge auch, ich würde sagen. Boah, wir machen das wie so eine weiblichen Promi-Bitches, die sich dann zur Fußball-WM immer irgendwelche Fußballtrikots von den Männermannschaften anziehen. Wollen wir das auch machen? Gibt es auch Frauentrikots? Sind das dieselben oder sind die anders geschnitten? Natürlich. Die sind anders geschnitten, ja. Ja, ich mache unsere Weiber-Foto in einem Frauentrikot. Ja. Machst du mit? Ja, aber vielleicht bei Karstadt in der Abteilung, ohne es mir zu kaufen. Support hat auch Grenzen, Leute. So halber Support. So. Ja. Das finde ich eh geil. Die sind nur ein Schild baumeln und irgend so ein komisches Kind im Hintergrund. So. Generell so Klamotten kaufen, kriegt ja auch eine neue Ebene. Wenn du eigentlich will man ja, dass man in guten Klamotten gesehen wird. Sind wir ehrlich. Immer diese Leute, ich mache das nur für mich. Schnauze, du machst das für andere. So. Und das Instagram revolutioniert das natürlich alles so ein bisschen. Denkt natürlich, das Klamottenkaufen jetzt disruptiv, weil du kannst dir einfach irgendwas anziehen, gehst einmal kurz vor die Tür oder in einen guten Winkel, machst irgendwie ein Foto und sieht aus, als wärst du bei dir zu Hause oder so. Oder du tauschst es danach um. Und dann haben dich ja alle in den Klamotten schon gesehen. Denk mal drüber nach, Felix. Du brauchst gar nicht mehr anziehen eigentlich im Alltag. Also, unsere Weiber. Kann ich endlich wieder nackt rumlaufen. So wie gerade. Unsere Weiber holen den Titel. Zweite Frage. Wenn du ein Schauspieler wärst, ich bin richtig stolz auf die Frage. Die ist nicht von mir, ich sage aber nicht von wem. Sie freut sich auf jeden Fall jetzt, wenn ich die stelle. Wenn du ein Schauspieler, die ging auch an mich, wir sollen jetzt laut darüber diskutieren. Wenn du ein Schauspieler wärst und ich auch ein Schauspieler wäre, die Frage richtet sich von mir erstmal an dich. Für welche Rollen, glaubst du, würdest du mal besetzt werden? Achso, du meinst so wie,
So wie Hugh Grant immer in irgendeiner verzwickten Hochzeit hängt. Exakt. Und immer, so immer, Hugh Grant ist auch immer wohlhabend. Ja, so ein bisschen, aber auch immer so ein bisschen, auch dann trotzdem irgendwie liebenswürdig, aber auch ein Trottel, aber auch ein Spießer. Engländer halt. Welche Rolle würde ich immer bekommen? Ja, ich glaube, ich würde immer so ein bisschen so den Proll spielen wahrscheinlich, oder? Ja, kann auch. Ich glaube, du wärst so. Du hast ein bisschen zu schnell zugestimmt, Tommy. Ich dachte, dass du so. Nein, Felix, du könntest auch voll den Studenten spielen. Du könntest auch einen Professoren spielen, Felix. Ich dachte, sowas kommt jetzt. Aber du sagst ja, du könntest einen Studenten spielen, aber dann den Vorlauten oder so. Ja. Und du wärst, ich glaube, du wärst so. Man muss ja immer. Du darfst jetzt nicht denken, wie du dich siehst, sondern wie so deutsche. So ja, German-Filmemacher dich sehen würden. Ich glaube, ich würde, okay, ich hab's richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ich würde alle Rollen besetzen, die Freddy Lau absagt. Ja, und ich glaube, du wärst auch viel in, wenn du ein guter Schauspieler wärst, so ein Charakterdarsteller, würdest du viel für sowas wie Unsere Mütter, Unsere Väter, so ein also Zweite Weltkrieg-Sachen, wo du so einen typisch Deutschen, der so richtig treu ist, der so richtig dem Vater, du würdest, glaube ich, so viele Nazi-Angebote bekommen. Kann ich mir vorstellen. Naja. Okay. Oder so ein Anführer von so einer Jugendgang, der auch mal ein Schweizer Taschenmesser zückt, auch mal einen Oberschenkel sticht. Ja, aber so wie so deutsche 40-jährige Autoren sich eine Jugendgang vorstellen. Ja, exakt, das meinte ich ja die ganze Zeit, ne? Also nicht, wofür du dich besetzen würdest, sondern wofür du wahrscheinlich besetzt werden würdest. Ja, genau, wo so der krasseste in der Gang heißt, so Tobi. Ja. Und ich bin Tobi. Ja. Oder so geiler. So Schlitzer-Tobi, der einmal irgendwie mit seinem Taschenmesser irgendwas gemacht hat. Oder immer so Schlitznamen. Mit Schlitzer-Tobi ist echt nicht zu spaßen, Leute. So, das ist ja so ein deutscher Dialog. Die kriegen da nochmal so geile Spitznamen, wie bei GZSZ. Tuner oder sowas. Oder, Tuner, stimmt, oder, war der Fettsack, wa? Ja, oder so, oder weißt du, wie wenn so alte Leute zusammen zum Fußball fahren, die haben dann auch immer ihre eigenen Namen, Spitznamen hin auf dem Trikot, so Pulle, Bumsi, Krille, weißt du, so, solche Namen. Ja. Naja, egal. Hast du einen Spitznamen? Tommy. Ja, aber außer Tommy, das ist ja schon ein richtiger Name. Nee. Okay. Nee, ich glaube, ich würde, ich wäre so in so, entweder Soaps oder Rosamunde Pilcher Filmen, so ein der unerwartete, angeheiratete Neffe von irgendjemandem, der so dazukommt und unsympathisch versnobbt ist, vielleicht so. Kann ich mir vorstellen. Oder? Nee, ich glaube, du wärst so der der Held in dem Film, in dem ich den Anführer Tobi der Jugendbande spiele. Du wärst so die gute Seite davon. So, der ist, hey Leute, so, mit Köpfchen werden wir auch diese Jungs besiegen. Also bist du der mit Köpfchen-Typ. Und dann hast du so einen komischen Signature-Move. Du machst dann so, hey Leute, wir regeln das mit Köpfchen. Ja. So, ich wäre so als Kind ein guter Pfefferkorn gewesen mit Pfefferkörnern. Ich hätte so Fälle gelöst. Was war eigentlich zuerst da? Drei Fragezeichen, TKKG oder, also womit fing alles an? Drei Fragezeichen war vor TKKG. Drei Fragezeichen? Ziemlich sicher. Aber erst war ja, glaube ich, Fünf Freunde. Gefährliches Halbwissen. Fünf Freunde gab es auch mal. Und was waren noch die Pfefferkörner? Fandet für Spinner? Das war so eine ARD-Nummer, die lief immer so in Ferienfernsehen. Kennst du das zufällig noch? Ja. Da wurde man immer vor den Fernseher gesetzt, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Und dann hat man 6 Stunden Fernseher gelotzt, anstatt irgendwie die Ferien zu nutzen. Naja. Guck deine Serie, trink deine Cola. trink deinen Captain Morgan jetzt. Mama muss arbeiten. Deine Mutter. Richtige Rabenmutter, ey. Papa will seine Serie gucken. Habe ich mal O-Ton so erlebt, an der Ampel stand ich und hat so eine richtige McDonalds-Familie, also so eine Klischee-McDonalds-Familie, so der Mann ganz dünn und hager und die Frau wirklich so wie von Nilpferd, Nashorn und Co. so ausgebrochen. Also wirklich, mit dem Kinderwagen und da so ein McDonalds-Luftballon und das daneben war noch ein älteres Kind, so ein Quengelkind, so völlig, ist seit 8 Jahren schon PlayStation spielt, aber erst seit 7 Jahren auf der Tommy, Welt ist. Weißt du, was das für ein Kind ist? Das ist so ein Kind, was auch mit 9 noch im Kinderwagen sitzt. Ja. Und so das hat hinten auch so einen langen Haarschwanz, auf dem es rumkaut oder so. Ja, so ein Buggy, so eine blöde, so ein Meckermädchen, die ist so 11. Die ist so 11 und sitzt immer noch im Buggy, Alter. Auf jeden Fall sagte diese Mutter zu dem Kind, Marcel, es gibt jetzt keinen Apfel, ist erst bitte dein Cheeseburger auf. Ja. Und das sind so Sätze,
die will, muss man gar nicht twittern, weil die glaubt einem eh niemand. Aber ja, das ist, passiert ja halt so, wenn man auch mal sich, wenn man sich auch mal nach Köln-Kalk verirrt. So, die Frau ist so eine, die hat so einen Kleinwagen, den die irgendeinen albernen Spitznamen gegeben hat, und die zwingt ihren dummen, armen, hageren Mann das Auto auch immer so zu nennen. So, das ist mein Krümel. Meinst du, meine Krümel Knutschkugel. Ist mein kleines Monster. Dann zwingt er immer so, zwingt immer so den auch. Das, ja, Mann, das ist kein Krümel. Der Mann wird irre dabei, aber der kann sie nicht wehren, weil er einfach schwach ist, weil er überhaupt keine Chance hat gegen die Dicke und diese destruktive Elfjährige in dem Buggy, Alter. Das sind so Leute, die triffst du in einem chinesen All-You-Can-Eat-Buffet an. Wo einfach mal richtig einer wegfrittiert wurde. Nee, aber einfach mal richtig. Da gibt es eine extra Schale mit Acrylamid, Alter. Yeah. So. Nee, aber diese Folge widmen wir diesen Männern. Den armen, hageren Ingos. Oder die heißen auch, haben so komische Namen, Tobi. Die heißen auch mal Gary. Die haben es eh schon schwer, weil der Gary heißt in Deutschland. Ja, nicht Gary, ja. Gary. Der heißt Gary. Oh, das ist auch so, die sitzen so, das sind so Talkshow-Leute. Weißt du, wo sie dann so, ich wollte was zum Ersten sagen. Er sagt, hier alle sind scheiße, ich finde erst scheiße. Weißt du, so solche, so ein niveauvolle. Aber mein Lieblingssatz aus der Talkshow of all time ist, als Brit eine Frau da war, die, das sehr traurig ist, wegen häuslicher Gewalt da saß, und Brit sie dann fragte, wo hat er dich denn geschlagen? Und sie antwortet, in Karlsruhe. Ja, Tommy, ey. Und der Mann, weißt du, diese Garys und diese Ingos, weißt du, was das für Männer sind? Das sind so Kontextmenschen. Kennst du so Kontextmenschen, die einfach so richtig blutleere Persönlichkeiten, die man nur in dem Kontext, aus dem man sie kennt, erkennt, weißt du? So, der wird von seiner eigenen Frau auf der Straße nicht erkannt, weil die Frau kennt ihn nur so im Kontext Wohnzimmer. Ach, das ist ja Gary, scheiße. Einfach so eine blutleere Persönlichkeit. Der würde von seinen Arbeitskollegen niemals außerhalb seines scheiß Büros erkannt werden. Never ever, Tommy, never. No, never. Graue Haut hat er. Graue Haut. Und der hat auch... Der hat jetzt auch im Sommer so weiß karierte Dreiviertelhosen, weil Babsi ihm die gekauft hat. So, der muss jetzt, und Gary muss sie tragen. Und der hat auch so Schuhe mit Drehverschluss und so ein Tribal-T-Shirt. Und er will einfach mal wieder auf sein Techno-Festival nach Hanau zum Love Family Park, wie damals mit seinen Jungs, als er noch Teile geschmissen hat. Und jetzt ist er da in dieser Familie. Jetzt ist er da. Und jetzt hängt er da über seinem Fliesentisch und hat so eine ohne dich ist alles doof, scharf Tasse, wo alles, wo durch das harte Spülmaschinensalz schon der Print fast abgeblättert ist. Und da trinkt er Granulat-Kaffee draußen. Daneben steht für den Mittags Granulat-Eistee und die Drum-Tabak-Box. Und zusammen gucken sie We Are Family und sie selbst sind eben keine. Und im Hintergrund hängt der Unheilig-Banner. Und es ist alles so schade, es ist so traurig. Und die Kinder machen sich Sandwich-Toasts selber mit 4. Und tauschen die in der Schule gegen Nutella-Brötchen. Das ist alles, das ist, oh Tommy Gott, und Gary. Gary, Tommy, ich glaub an dich, Gary. Tommy, und das ist heiß in der Bude, ey. Ja. Da siehst du aber auch die Grenzen der Putzkunst auf dem Glaswohnzimmertisch, wenn die Sonne reinstrahlt, da kannst du aber wieder ausgehen. Ist das bullig in der Bude, ey. Wow. Oh, das ist so eine Bude, wo du reinkommst. Kennst du so Familien? Fass mal Fenster auf. Ja, ey, kennst du so Familien, so Haushalte, wo so Lüften einfach so ein Diskussionsthema ist? So, wo Lüften ist so ein Termin, einmal am Tag, Alter, wo so nicht Stoß, einfach gelüftet wir Stoß, wird. Wir lüften Stoß. Da wird Stoß. Nie gelüftet, ey. Ja, kann ich dir für draußen oder was, Ingo? So, kann ich Ingo dann zu hören? Weil die im Sommer heizen, weil Nancy zu blöde ist und dieses scheiß elfjährige Kind quengelt in seinem Zimmer, mit dem grünen Teppich, mit den Brandflecken, ey. Oh ja. Und die Bartagame Giovanni, die sie aus der ersten Ehe mit in die Ehe gebracht hat, die erste Ehe ging nur ein halbes Jahr, die fühlt sich durch die Temperatur völlig zu Hause. Drin im Terrarium ist kühler. Die setzt das Kind manchmal mit da rein zum Abkühlen. Oh, das ist doch alles. Hey, das Kind Gary, ey, du packst selber das rein. Die haben das Kind überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und meine, manchmal, wenn ich so, du kennst ja dieses, gibt es auch so ein Internet-Meme, du stehst im Club und glaubst, die ganze Welt verstanden zu haben.
hast du irgendwie gerade so eine Initialzündung im Hirn. Und manchmal habe ich dann die Angst, dann habe ich so eine Denke, so eine Sinn des Lebens Denke und glaube dann, ich glaube, wir müssen alle Challenges, also so ein bisschen buddhistisch, wir müssen alle Challenges aller Lifestyle einmal durchmachen. Also ich bin jetzt zum Beispiel der aus einem ganz gutem Elternhaus und habe viel Glück gehabt im Leben und habe jetzt das Glück, was zu machen, was mir Spaß macht. Und alles läuft gerade gut. Irgendwann bin ich dann tot und dann werde ich wiedergeboren als Gary. So, und dann, und daher kommen Déjà-vus, wenn du dann plötzlich so, hä, das kenne ich doch irgendwo, ja, da war ich schon mal hier auf dieser Welt. Und wenn mich als Gary tot, dann bin ich irgendwie ein richtiger Snob und dann sterbe ich an Überdosis Koks mit Heroin mit 25 in London und dann werde ich wiedergeboren als Kind, was jetzt im Kongo für unsere E-Autos die Batterien zusammenschraubt. Und alles kommt immer wieder, Sisyphus-Lifestyle. Tommy, weißt du? Und dann wirst du da im Kongo sitzen und dir denken, ja, boah, zum Glück bin ich nicht mehr Gary, ey. Und dann, ja nee, da kommt das Déjà-vu, weil die Sonne so sticht, und dann kommt das Déjà-vu. Mir war doch schon mal so warm. In der Wohnung in Hanau. Als zu Hause, ey. Er hat so ein richtiges Ding weg, wenn er irgendwie das Wort Krümel hört. Also, oh, da kommt aus so einem Loch, in der Sahelzone kommt aus so einem Loch, guckt so eine Bartagame raus. Déjà-vu wieder. Ja. Wie Déjà-vu. Ach Gott, Felix. So, komm, nächste Frage. Naja, ich glaube auf jeden Fall, so jemanden würde ich spielen. Nee, also, nächste Frage. Oh Gott, jetzt ist es wieder politisch. Lass uns das schnell abhaken. Ich habe gar keinen Bock auf die Frage. Glaubst du, es wird jetzt, also Spahn und Kubicki saßen bei Lanz, da wurde das diskutiert. Irgendein Politiker wurde, achso, Günther Oettinger, großes Zeitinterview, wurde auch gefragt. Haben Sie das Rezo-Video ganz geguckt? Dreimal haben die gerade erwähnten Politiker gesagt, nein, Auszüge. Und dreimal wurden sie so implizit dafür kritisiert. Sollte man das denn nicht gucken als Politiker? Ich meine, hat das ja Millionen von Klicks. So, wie siehst du das? Ich bin da weiterhin hin und her gerissen, ob man das gucken muss. Ich habe eine relativ simple Antwort darauf, glaube ich. Und zwar? Free Gary, nein, Spaß. Zum Glück haben wir schon ein Wort, sonst müssen unsere Weiber Free Gary heißen eigentlich. Ja. Egal. Nee, ich glaube, jeder Politiker, jede Politikerin, wo es jeder CDU-Politiker sollte auf jeden Fall reingeguckt haben, finde ich. Mhm. Und jeder, ja, aber reingeguckt haben sie ja, alle. Warte doch mal. Und jeder Politiker, ja, jede Politikerin, wo abzusehen ist, dass sie sich inhaltlich damit auseinandersetzen muss. Und wenn du in der Zeit, wo dieses Video gerade Thema Number One ist, in eine Talkshow gehst, dann solltest du es ganz gesehen haben. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich glaube, jeder Mensch, wo abzusehen ist, dass er darüber inhaltlich reden soll, muss es ganz gesehen haben. So alle anderen sollten auf jeden Fall reingeguckt haben. Also alle CDU-Politiker sollten reingeguckt haben. Aber man kann jetzt nicht jeden zwingen, sich das ganz anzugucken. Aber jeder, der da irgendwie eine Meinung zu haben soll, sollte es ganz gesehen haben. Weil sonst kommt dann nur Scheiße bei raus, wenn die darauf antworten. Also macht man sich halt mega unnötig angreifbar. Weißt du, ich meine? Das glaube ich nämlich auch. Ich war halt immer so hin und her gerissen. Ich habe mir das angeguckt und die gesehen, wie die kritisiert wurden. Dann dachte ich, war ich immer hin und her gerissen zwischen, ja klar müssen die das sehen. Das betrifft meine Generation und vor allem so ein paar Jahrgänge unter mir auch. Und es ist gerade einfach gehypt. Es ist kein Filterbubble-Thema, sondern es war überall, wurde diskutiert in Talkshows, war auf Seite 1 von den großen überregionalen Tageszeitungen. Auf der anderen Seite wird sowas natürlich auch, wenn du dich in sowas reinbegibst, musst du das in Zukunft immer machen? Das kommt dazu. Also es ist schon sinnvoll, dann immer auf sowas zu reagieren oder sowas zu gucken. Und dazu kommt, muss man als Politiker jeden Artikel gelesen haben, der millionenfach angeklickt wird. Dazu kommt noch zusätzlich, ich weiß nicht, wie viele Klicks das hat, 10 Millionen oder so. Davon wird ja wahrscheinlich nicht mal ein Fünftel das komplett geguckt haben. Also da wird ja, ne? Aber trotzdem, ich glaube auch, dass man es gesehen haben sollte, wie du schon sagst, wenn man sich in eine tagesaktuelle Talkshow setzt. Das ist schon fast doof, ist nichts zu tun. Ja, macht man sich total angreifbar. Ja, aber du wolltest es kurz beantworten. Ich glaube, damit haben wir es abgefrühstückt. Exakt. So, Frage 4. Die ist ein bisschen offen, die Frage. Und zwar, wenn du irgendwann, keine Ahnung, du hast einen Burnout oder Comedy läuft nicht mehr, du willst dich neu erfinden. Und dann gibt es ja viele von uns, so Kreativen, die dann sagen, ich will unbedingt eine Bar aufmachen oder so. Oder jeder hat ja so ein bisschen dieses Gastro-Ding im Hinterkopf immer, ne? Wir sitzen ja viel in Cafés, beruflich tatsächlich.
und treffen uns vielen Cafés, kennen viele Restaurants und so. Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, sondern da trifft man sich oft. Das ist tatsächlich so. Ist das bei dir so? Wenn ja, wie würde so dein Business aussehen, wenn du es machen würdest? Würdest du eine Bar aufmachen? Würdest du vielleicht einen Motorradladen aufmachen oder einen Klamottenladen? Wenn du eine Gastro machen würdest, wie wird das aussehen? So? Klassische, weißt du, was ich meine? Klassische Motorradladen-Gastronomie. Nee, also wenn ich eine Gastronomie aufmachen müsste, dann würde ich, glaube ich, ein richtig geiles Restaurant aufmachen. Wo es einfach so richtig geiles Essen gibt, was trotzdem mit einer einigermaßen ausgewogenen Ernährung kombinierbar ist, also was mit einer Sportlerernährung kombinierbar ist, aber was trotzdem geil ist. Ich finde die größte Marktlücke immer noch so, ist einfach gesundes Fastfood. Ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt. Also es ist absolut ich bin teilweise, wenn ich auf Tour bin, halt auf allen Rastplätzen, ich war auf allen Rastplätzen in Deutschland schon, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und vielleicht auf 10 davon kriegst du einen Apfel. Ja. So. Ja, ich frage mich du hast der Protein-Hype, Es wurde ja mal so getan, als wenn Subway die Lösung für diese der Stopp für diese Marktlücke ist, aber ist ja völliger Blödsinn. Du meinst der Laden, wo man als Beilage Chips kauft, ne? Genau die. Ja, okay. Da wo man als drei Cookies zum Preis von zwei kriegt. Okay. Also sowas. Also ich würde geiles, gesundes Essen machen, was lecker schmeckt und dann hätte ich in diesem Restaurant irgendwas, wo man sich gemütlich reinsetzen kann, aber da hätte ich auch so einen To-Go-Schalter oder so einen Auf-die-Hand-Fast-Food-Schalter, wo man auch guten Gewissens sich mal was Gesundes holen kann, wo man dann auch ungefähr weiß, wie viele Kalorien man da gerade zu sich nimmt und so weiter und so fort und es soll trotzdem lecker schmecken. Das würde ich machen. Und kleiner Tipp, mach's in Köln. Köln ist die Stadt, die wirklich in solchen Dingen hinterherhinkt. Also ich kann dir 4 Läden sagen, wo es jetzt Ex-Benedict zum Beispiel gibt oder so. Das ist eine Millionenstadt. Ja, In Berlin gibt es das schon gar nicht mehr, weil es uncool ist, gefühlt. Nee, aber auch generell Köln, was so Nachtleben angeht. So, du bist in Köln gibt es das Buhmann, das kennt, glaube ich, warst du bestimmt auch schon mal, das in Ehrenfeld. Da kannst du abends fast nicht mal mehr, also ist ein ganz guter Laden. Da waren wir mal zusammen, Tommy. Okay, der hat versucht, so ein Berlin, ein bisschen so ein berliniges Gefühl, so ein Kreuzberg-Gefühl zu geben, hat aber also auch so belgische Biere und so, macht einen guten Job, gute Musik und die Leute lechzen danach, du kannst samstags da nicht mehr reingehen, es ist zu lange Schlange, es ist einfach nur ein Tanz, also es ist wie eine Bar, zu lange Schlange, auch unter der Woche, es ist so brechend voll, also du brauchst in Köln könntest du, glaube ich, wenn du jetzt irgendwie 250.000 Euro auf Kante hast, Mach sowas auf, ehrlich, in der Südstadt oder irgendwo in der Altstadt, in der Altstadt nicht, aber in der Südstadt, in Nippes irgendwo, oder noch eins in Ehrenfeld, die Leute rennen dir die Bude ein, ich schwör's dir, wenn du es so gut machst wie die Leute von Buhmann, weil da gibt's ja auch Essen und sowas, also die machen das einfach gut, sowas will ich, glaube ich, aufmachen, weißt du, wo du, und gerade in Köln, Köln hat so nötig, Nachtleben, wenn ich 5 Freunde hier in Köln zu Gast habe, Alter, und die hören alle so unterschiedliche Musik, keine Ahnung, was du mit denen unternehmen sollst. Das ist Köln, hat da echt so ein bisschen nachzuholen. Es gibt ganz gute Kneipen, aber so mal so ein Laden wie das Buhmann, was sich jeder wünscht, was Bar ist und irgendwann, wenn die Musik lauter wird, zum Tanzlokal wird. Ist auch ziemlich dumm von mir, hier gerade Werbung für den Laden zu machen, weil er jetzt immer voller wird. Egal, hilft ja nichts. Sowas braucht man. Ja, und ich hatte noch ich bin auch, wie gesagt, viel unterwegs und es klingt immer so Berlin-patriotisch und irgendwie klischee-mäßig, aber außerhalb Berlins gibt es wirklich fast keinen guten Döner. Und ich weiß mittlerweile warum. Ich weiß, was der Fehler ist. Und ich hatte schon ganz oft die Idee, einfach wirklich den Döner 1:1, so wie ihn hier jeder macht, einfach als Konzept, also einfach in anderen Städten auch zu machen, weil das würde früher oder später, also das würde auf jeden Fall funktionieren. Es gibt so Städte wie Paderborn, die haben so einen Laden, der heißt Berlin Döner, der hat aber nichts mit Berlin Döner zu tun. Nein, einfach so einen ganz simplen, leckeren Berlin Döner, wo erst die Soße reinkommt, dann das Fleisch, so kein Weißkraut, so keine, einfach nur Eisbergsalat, Tomaten, so Rotkohl, Zwiebeln und wenn du Bock hast, noch ein paar
Gurken, aber eigentlich auch nicht. Und dann einfach Kräutersoße, Knoblauchsoße, scharfe Soße, keine Cocktailsoße, kein Tzatziki, nein, diese ganze Scheiße, auch kein Hähnchenfleisch, einfach dieses gute Kalbhackfleisch. So, und das alles nicht in einem selbstgebackenen Brot, sondern einfach in einem geviertelten Fladenbrot. Nein, Tommy. Doch. Einfach. Ich gehe alles mit, nur mit selbstgebacken. Ja, das ist ein Berliner Döner. Und dann erst die Soße, Leute. An alle Dönermänner außerhalb Berlins, was macht ihr denn? Warum macht ihr denn die Soße nicht am Anfang rein? Die Dönermänner schmeißen das Fleisch rein, knallen dir mit der ganzen Gemüsescheiße voll und dann slappen die da Soße ohne Ende rauf, die dir bei den ersten drei Bissen die komplette Fresse verschmiert und ab danach hast du keine Soße mehr im Döner. Was ist denn los mit euch, Leute? Die Soße, der Lobrecht. Ja, die Soße hat als erstes zu kommen und obendrauf wird nur Soße auf expliziten Wunsch des Kunden gemacht. Aber kannst du mir oben noch ein bisschen Soße drauf machen, bitte? Dankeschön. So. Ja. 4 Euro, das Ding. Und als so. Ayran bitte Jedi Gün. Haut mir ab mit dieser anderen Kacke. So. Ja, absolut richtig. Der Döner-Rant. Und sowas würde ich einfach aufmachen. Ich mach das einfach. Ist mir egal, Alter. So wie Podolski, der hat auch seinen eigenen Dönerladen aufgemacht. Ja, und der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist nämlich sehr Berliner. Kein Weißkraut, ist mit Rotkraut und so sehr. Das Fleisch hat auch so viel Fett, dass es noch unten ins Brot reintrieft. Das ist so eine eigene Fleischsoße quasi noch. Das ist richtig geil. Ja, natürlich, so läuft es ja auch. Und der Dürüm wird, bevor er belegt wird, bitte einmal an dem Spieß angefettet. Ja, so. Exakt. So, Tommy. Und es ist auch keine Dönertasche, es ist ein Döner. Okay, Leute? Es ist ein Döner, keine Dönertasche. Ja, ich nehme einfach so Deutsche, die zum ersten Mal im Dönerladen sind, gucken dann erst mal hin in ihrem Rücken. Ich glaube, ich nehme einfach mal so eine Dönertasche. Ja. Überrascht mich, Ömer. Ich heiße Selçuk. Alles klar, mir doch egal. So, weißt du, so. Ja, gerne. Nein, Tommy, die sagt dann so, ja, gerne. Die denkt, Selçuk wäre eine Zutat. Ja, genau. Ja, da machen sie mir gerne auch ein bisschen Selçuk drauf. Und dann tropft ihr das alles auf die Wellensteinjacke und dann sagt sie so, Clemens, sowas müssen wir mal häufiger machen. So andere Kulturen und so. Ja, so, letzte Frage. Wie nennst du, kriegst eine Tochter, einen Sohn, wie nennst du die? Stand jetzt. Ah ja, stand jetzt. Ich will ja aus der scheiß Kirche austreten. Und dafür brauche ich meine Geburtsurkunde. Und dafür habe ich mir meine Geburtsurkunde von Frankie abgeholt. Und auf meiner Geburtsurkunde habe ich gelesen, dass meine seit 26 Jahren verstorbene Mutter mit zweiten Namen Charlotte hieß. Ursula Charlotte. Und da dachte ich mir, Charlotte ist ein schöner Name. Also ich würde sie Charlotte nennen. Sehr schön. Und mein Sohn, wenn ich einen hätte, ich weiß nicht, ich finde Emre echt einen coolen Namen. Also heißt er schon mein Hund irgendwann? Wann ist eigentlich Integration so weit fortgeschritten, dass wir unseren Kindern nicht nur französische und spanische Namen geben, sondern auch türkische? Also, Ich würde es machen. Ich finde türkische Namen ziemlich cool oft. Ich auch, aber irgendwie glaube ich trotzdem, das ist dann immer noch der innere Rassist in einem, glaube ich. Ich finde die Namen cool, aber ich glaube, ich würde meinen Sohn jetzt nicht Hussein nennen oder so. Ganz komisch, ne? Das fühlt sich gerade voll eklig an, weil die Kinder hat diese ertappten Rassismusmomente. Ja, aber ich bin da schon weiter als du, aber welchen Namen finde ich dann cool so? Also würde ich niemals selber machen. Ein Kumpel von mir hat gerade seinen ersten Sohn bekommen, der ist Kubaner, hat den Valentino genannt, finde ich einen coolen Namen. Ganz gut. Keine Ahnung, Alter. Früher fand ich den Namen Abel irgendwie cool, ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich glaube, ich würde ihn einfach Tobi nennen, in Anlehnung an meine Erfolgsrolle in der Jugendgang. Tobi und Charlotte. Auch so Tobi, Tommy, nicht Tobias, ja, Tobi. T-O-B-Y. So. Voll gut. Mega. Voll gut. Alter, ich hatte mal einen B-Boy-Kumpel und dessen Freundin hieß Peggy. Ja, das aber das ist ja auch deine, da ist halt Ostdeutschland, ne? Also, aber Peggy, Tommy, P-E-G-G-Y, das ist der Name. Der Peggy und der Renny und die Peggy und die sitzen auch bei der Vera Mittag, aber auch morgen auf dem ersten und beiden Stuhl. So, nee? Ja. Hast du deinen Namen parat gerade? Sohn würde ich, also Stand jetzt, ne? Sohn würde ich Carlo nennen. Ah, ist cool. Mit K aber, glaube ich. Und Mädchen Romy, finde ich süß.
Romy findest du süß. Ja, finde ich auch süß. Romy und Carlo. Der Nachname macht aber alles kaputt. Also es tut mir für die Kinder auch leid. Der Nachname, der übrigens mit 2 T geschrieben wird. Es gilt weiterhin, wer mich falsch schreibt, wird blockiert. Es gilt weiterhin, ich bin da eiskalt. Das ist kalt. Es geht auch für Journalisten übrigens. Ich muss mal ausbaden, weil die Leute mich da voll quatschen. Leute, ich werde garantiert kein gutes Wort für euch bei Tommy einlegen. Ey, weißt du, Tommy, ich muss auch so wieder ausbaden. Ich kann sagen, du musst auch meine ganze Scheiße. So geht's Becky auch immer. Meine Agentin muss auch immer mal die ganze Scheiße, die ich hinterlasse, muss sie hinter mir wegfingen. Tommy, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich muss, ja, wir müssen uns ranhalten. Das waren 5 Fragen. Das waren 5 Fragen. Ja. Ich würde jetzt, würd jetzt einfach schnell mein overrated Hack droppen. Ja. Bitte. Mein Overrated Hack, genau. Mein Overrated Hack habe ich neulich wieder gesehen, dachte ich mir, wer. So. So wie Kaugummi-Automaten für Fahrradschläuche. Hm? Was ist das? Das ist, kenne ich. Das kenn so, ich also Fahrradschläuche aus dem Automaten. Ich meine, es wird Momente geben, wo man so denkt, ja, danke, mir ist gerade der Reifen geplatzt und ich muss noch die Scheiße mit meinem Fahrrad machen. Aber erstmal ist das alles andere als flächendeckend. Ja. Mhm. Und woher sollst du wissen, dass da vorne zufällig jetzt so ein blöder Automat für ein Fahrradschlauch ist? Absolut overrated Fahrradschlauchautomaten. Und ein underrated Hack, Tommy, Schatten. So, weil Schatten ist eigentlich, ja, Schatten ist nämlich ein negativ konnotiertes Wort. Ja. So, und irgendwie, wenn Winter langsam sich dem Ende neigt, lechzen alle nach Sonne, 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 Sonne. Ja. Aber sobald die Sonne da ist, werden die Leute so wie ich und wollen nur noch Schatten. So, aber Schatten ist ein negativ konnotiertes Wort. Dabei ist Schatten im Sommer eigentlich die Sonne. Dabei ist Schatten ist im Sommer das Gute. Deshalb einfach mal Shoutout an Schatten, absolut underrated. Stimmt, wenn es dunkel ist, will man ins Helle, wenn es hell ist, will man ins Dunkle. So. Das ist echt interessant. Ja, vor allem, ich werde immer älter, ich werde immer deutscher. Ich bin jetzt echt schon wieder genervt von der Hitze. Und ich finde es auch so lächerlich, dass wenn du urban lebst, wirst du auch so gestresst vom Sommer. Du siehst, das Wetter ist gut in den 63 WhatsApp-Gruppen, in denen man so abhängt, mit jeweils immer den gleichen Menschen eigentlich. Wird dann immer geschrieben, was machen wir, Samstag wird das Wetter gut, was machen wir. Boah, ich will eigentlich nur das Gleiche wie immer machen, so. Aber wenn du urban lebst und nicht einen Garten hast und so, dann musst du immer das Wetter nutzen. Das Wetter nutzen. Städte. Das Wetter nutzen ist auch so ein Scheißsatz wie Zeit vertreiben. Ja. Das finde ich auch ganz furchtbar. Tommy, Städte sind einfach nicht für den Sommer gemacht. So. Nee, Städte, die nicht am Meer liegen oder die keinen geilen... Aber nicht mal Städte mit dem See, weil die Seen sind doch alle überlaufen. Berlin ist auch so überlaufen. Ey, die ganzen Leute, wo die alle immer aus ihren Löchern rauskommen im Sommer. Ey, es ist unglaublich, wie voll die Stadt ist. Egal, Tommy, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Ich muss noch was machen jetzt leider. Sommer, die Städte im Sommer sind wie Gerrys Wohnung. Immer drin. Ja, ich fahre jetzt nämlich noch zu Frankie. Ich habe mir von meinem Literaturagenten Thomas Hölzel, der hat mir eine Kiste Bücher zusammengestellt, die er irgendwie eingetütet hat. Und habe mir dann eine Kiste zusammengestellt und die bringe ich jetzt zu meinem Vater, weil Frankie sehr gerne liest. Und aus dieser Kiste darf er sich jetzt einfach die Bücher aussuchen und die bringe ich ihm jetzt noch vorbei, bevor ich morgen für ein paar Tage die Stadt verlasse. Das muss ich heute noch machen. Frankie, die alte Büchermaus, kleine Büchermaus. Frankie, die kleine Bücher. Leseratte, sagt man. Nee, Bücherwurm, Leseratte. Bücherwurm, Leseratte. Ja, Frankie. Frankie ist 60 geworden übrigens. Shoutout an Frankie. Liebe Grüße, alles Gute nachträglich. Viel Gesundheit, also etc. Ist schon 2 Wochen her, aber habe ich vergessen. Frankie, besser trotzdem. Mann. Trotzdem, alles, alles Liebe. Hast du noch einen schnellen Lifehack? Kommen wir zum Lifehack. Und zwar, das sind zwei ganz. Einer, damit er endlich aufhört, das zu schreiben. Du kriegst bestimmt diese Nachricht auch immer. Ich krieg das, glaube ich, 10-mal pro Woche. Ich fand ihn immer ein bisschen lame, aber er funktioniert. Ich habe es getestet. Wenn ihr mal keinen Euro habt. Für einen Einkaufswagen. Oh ja, den Schlüssel rückwärts rum. Den kannst du, ja, aber ich will nur, dass die Leute ihn nicht mehr schreiben. Deswegen droppe ich ihn. Ich habe gleich noch einen anderen. Einfach den runden, dieses runde Ende vom, wenn du ihren runden Schlüssel hast, bei vielen Schlüsseln passt es. So. Oh, endlich ist das durch. So, und jetzt noch ein Lifehack. Den ich manchmal praktiziere, weil ich mir das sehr selten kaufe, aber es funktioniert wirklich. Das habe ich im Studium oft gemacht. Wenn ihr ein leeres Nutella-Glas habt, ne, wo man denkt, okay, kann ein Altglascontainer irgendwann mal in 2 Jahren, weil unsere Generation bringt ja irgendwie nie Altglas weg, das hortet man ja irgendwie so. Das ist, glaube ich, so eine Sache von älteren Menschen. Einfach aufmachen und diese Reste eben nicht weiter auskratzen, sondern einfach Milch reinkippen, voll bis oben hin, zudrehen und richtig shaken das Ding, das Ferrero-Ding, so richtig wegshaken. Dann hast du aber eine so geile Schokomilch.
Ah, geil. Finde ich unfassbar. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr gut. Ein kleiner, für die ganzen Schleckermäulchen, für die Süßen da draußen. Bist auch, ich bin auch so ein Süßer. Genau, wie Schleckerhackis. Ja. Die gerade keine Weiber zur Verfügung haben, können da mal ein bisschen rumschlecken. So, genau, das ist mein Lifehack an euch. Ja. That's it, Felix, oder? Wir haben wir wieder richtig einen abgeliefert. Sind wir einfach mal so selbstreferenziell, aber positiv. Wir haben richtig abgeliefert heute. Haben aber richtig einen weggeschnattert. Ja. Das war Gemischtes Hack für diese Woche. Shoutout an Hashtag unsere Weiber. Ja, die deutsche Nationalelf der Frauen wird Fußball-Weltmeister. Wir sind uns ganz sicher. Wir wünschen einen guten Auftakt an die ganzen Püppis am Ball. Gemischtes Hack supportet euch. Genießt die Sonne oder verkriecht euch irgendwo im Schatten, ist eh viel geiler. Seid lieb zueinander. Haltet mal ein bisschen die Augen offen auf Instagram. Ich hau in den nächsten Tagen irgendwie so ein 6-Minuten-Video von mir raus, wo ich so ein bisschen Material rumgetestet habe. Ist ein bisschen albern, aber ich find's witzig. ganz kurz noch, danke für den krassen Support bei den Hack-Shirts, wir haben uns sehr gefreut. Jo, die gibt's nach wie vor im Shop, wir haben werden jetzt nächste Woche produziert und dann auch verschickt. Ihr kriegt noch welche, www.gemischteshack.de, gönnt euch. Und die Tasse. Und die Tasse natürlich, die beste Tasse der Welt. Ja, seid lieb zueinander, trinkt viel und tschüss. Letzte Wort hat immer Tommy Schmidt, mein Name ist Felix Lobos. Ja, aber Du bist aber immer noch im Game, Felix, weil wir machen zum Abschluss unser beliebtes 20-Sekunden-Spiel, was ich bisher erst einmal gemacht habe, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so beliebt. Ich sag immer einen Städtenamen und du musst ein Wort dazu sagen, was dir einfällt. Bereit? Aber so schnell du kannst. Okay. Okay. Also sofort, ne? Ingolstadt. Kacke. Hannover. Langweilig. Hildesheim. Hannover für Arme. Bielefeld. Hildesheim für Behinderte. Karlsruhe. Karlsruhe, Fächerstadt. Dresden. 45. Bremerhaven. Gibt's nicht, keine Ahnung. Flensburg. Dort flänzt. Augsburg. Zu den drei Mooren des Hotels. Heidelberg. Ja, we got it, ihr habt ein Schloss, Alter. Frankfurt am Main. Heroin. Tschüss. Ciao.